was haben wir hier und was müssen wir denn jetzt machen? Also wir müssen uns zuerst mal um das Substrat kümmern, in das wir die Pflanzen einpflanzen werden, also die Pflanzerde. Und dann nehme ich eigentlich immer eine Mischung aus Sand und aus Gartenerde. Zwei Teile Gartenerde und ein Teil Sand. Der nächste Schritt ist jetzt, dass wir für eine Drainage sorgen müssen in dem Topf. Ja. Und dafür bräuchte ich ein paar Tonscherben. Da habe ich da vorne schon was angerichtet auf dem Tisch. Dann hole ich das mal. Es geht einfach darum, dass die Pflanzen quasi keine ganz nassen Füße bekommen. Jetzt muss natürlich die Erde drauf und die haben wir ja vorhin gemischt. Mir wird dann immer wieder bewusst, dass ich gar nicht so viel Ahnung von Gartenarbeit habe. Okay, noch. Das kann ja noch kommen. Hier blüht es im Sommer kunterbunt und noch niemals hat eine Biene oder auch eine Wespe uns irgendwie angegriffen oder attackiert. Ganz im Gegenteil, es ist sogar so, dass ich dadurch, dass ich hier verschiedene Blüten habe, auch den Wespen eine Alternative anbiete zu unserem Esstisch. Einzelne Pflanzen kann ich in den Gartencentern erstehen, viele kriege ich da aber nicht. Die meisten kann ich übers Internet besorgen. Das ist die rundblättrige Glockenblume. Das wäre eine Pflanze, an die einige Wildbienenarten sehr gerne rangehen. Die wird natürlich auch noch größer und hat diese lilafarbenen Glöckchen. Und zum Zweiten hätte ich jetzt gesagt, nehmen wir vielleicht noch die Kartäusernelke. Die beiden Arten können Sie eben auch im Baumarkt kriegen. Hier also eine Vertiefung, dann nehme ich die Pflanze. Lockere das ein bisschen. So. Ich kann eigentlich diese Pflanze so nehmen, wie sie jetzt ist und kann sie da reindrücken. Je nach Temperatur einmal am Tag oder alle zwei, drei Tage gießen. Ja, und damit ist unsere Futterquelle für die Insekten fertig. Da ist doch schon mal wichtig, dass man zumindest auch bei kleinen Dingen bei sich selbst anfängt. Allerdings Klaus Eisele, der Vorsitzende des Imkerverbandes Rheinland-Pfalz, sagt auch, das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja, hier geht es darum, dass man die Leute an die Insekten ranführt, sodass sie sie kennenlernen, dass die Angst verfliegt. Aber im Großen und Ganzen ist es so, durch einzelne Blumentöpfe können wir die Problematik in der Natur, die in der Fläche stattfindet, an für sich nicht korrigieren. Da muss mehr passieren. Da muss man in der Politik ansetzen, dass die Landwirtschaft neu strukturiert wird. Das heißt, die Förderung der Landwirtschaft auch für ihren Beitrag zum Naturschutz praktisch gefördert wird, sodass die Landwirte auch ihr Auskommen haben und die Arten somit gefördert werden. Weil diese ganze Feldraine und so weiter, diese Feldgehölze, die an für sich früher Nahrung und auch Brutfläche für Wildbienen und Insekten waren, die sind alle verschwunden. Und da muss es ein Umdenken geben, um das Artensterben, Insektensterben aufzuhalten. Jetzt sind Bienen ja ihr täglich Brot im wahrsten Sinne oder zumindest Aufstrich aufs Brot, wie man es am Ende dann mit dem Produkt Honig dann nimmt. Sie sind ganz nah dran. Wie ist es um die Bienenpopulation bestellt? Ja gut, wir müssen einmal von der Honigbiene reden. Wir haben also wesentlich mehr Probleme, die Bienen übers Jahr zu bekommen. Also der Aufwand wird immer größer, die Bienen sind immer anfälliger. Wir haben zwar keine Probleme, die Bienen zu vermehren, aber im Endeffekt ist es relativ ineffektiv. Also die Vitalität der Honigbienen, um das mal ganz klar zu sagen, die ist sehr schlecht. Also die ist die letzten 30 Jahre immer weiter nach unten gegangen. Also das hat verschiedene Ursachen, aber die Hauptursache ist natürlich der Eintrag von Pflanzenschutzmitteln in die Nahrung der Bienen. Können wir denn als Konsumenten da auch etwas tun? Gibt es gewisse Siegel oder Ähnliches, auf was wir achten können, wenn wir sagen, ich kaufe Honig und möchte mich dabei auch nachhaltig ernähren? Ja, genau. Es ist also so, dass wenn wir Bioprodukte kaufen, da bleiben diese Mittel außen vor. Und man liest es ja in der Zeitung oder weiß es auch, dass hier enorme Wachstumsrate sind. Und da denke ich, dass die Landwirtschaft, die da auch offen dafür ist, besser unterstützt werden muss. Und da muss auch mehr Geld bereitgestellt werden, dass auch diese Umstellung funktioniert. Weil im Moment ist es also so, dass wenn ein Landwirt sich umstellen möchte, hat er riesige Probleme, weil er finanziell, er muss also 2-3 Jahre warten, bis er dann auch das als Bioprodukt verkaufen kann. Und diese Unterstützung braucht er von der Politik. Und da wird in anderen Ländern, wie zum Beispiel Österreich und auch in Italien, wesentlich mehr getan wie in Deutschland. Und da muss ein Umdenken stattfinden.
und dann am Ende profitieren wir als Menschen auch davon. Dann geht es den Bienen schlecht, wird es uns am Ende auch schlecht gehen. Nicht nur die Bienen, sondern es ist ja irgendwo die Biodiversität. Das heißt also auch die Vögel, da haben wir ja die gleichen Probleme, die teilweise von Insekten abhängig sind. Also geht es nicht nur um Bienen, sondern geht es auch allgemein um Insekten. Und das Insektensterbe ist ja mittlerweile in aller Munde. Und ich denke, es ist also 5 nach 12, nicht 5 vor 12. Und dieses Bienenmonitoring oder Insektenmonitoring, was die Bundesregierung gerade ins Leben ruft, das verschenkt an für sich sehr viel Zeit. Handeln ist angesagt. Das sollten wir alle. Klaus Eisler, danke, dass Sie bei uns waren.